Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist so toll, so viele junge Menschen hier zu sehen, um sich gemeinsam über Degrowth zu unterhalten, diese Themen zu besprechen und vor allen Dingen für Menschen, für mich, die seit Jahren in der Degrowth-Bewegung aktiv sind. Degrowth, da geht es natürlich auch um die Suche von Grenzen und diese zu überwinden. Deshalb vielleicht eine kurze Vorstellung. Worum geht es bei dem Degrowth-Projekt und wo sind die Zusammenhänge mit der bedingungslosen Grundsicherung? Das erste Mal war es die Möglichkeit, mit Hilfe von Degrowth die Wachstumsreligion, die Wachstumsmanie zu besprechen. Das heißt, da gab es viele Vorschläge und als wir das vor den Wahlen 2009 in Frankreich vorgeschlagen haben, hatten wir nicht so viele Vorschläge. Und da gab es viele Einreichungen. Es ist wichtig zu sagen, dass es sehr viele verschiedene Initiative, Vorschläge, Experimente und Ideen gibt. Und diese haben wir verbreitet, also diese Vielseitigkeit, diese Vielfältigkeit der Quellen und Ideen versuchen wir immer herauszustellen. Das haben wir mal synthetisiert und in einem Buch zusammengefasst. Und als wir das getan haben, haben wir gesehen, also in der Beschäftigung mit diesen Themen, haben wir gesehen, der Übergang, die Transition findet ja bereits statt. Die Vorstellungswelten werden schon dekolonialisiert. Wir befreien uns schon von diesem Konsumismus, von diesem Druck bei der Arbeit, durch den Stress. Wir versuchen, andere Alternativen aufzubauen und dem Leben mehr Bedeutung zu geben, durch Konvivialität und andere zu sehen. Und in der Wirklichkeit sehen wir die Übergänge durch die verschiedenen Alternativen und Dynamiken, die wir überall in der Welt beobachten können. Nicht nur hier auf dem Kongress, sondern es sind kreative, lokale Initiativen, die experimentieren damit, wie eine Degrowth-Gesellschaft von morgen aussehen kann. Permakultur, Do-it-yourself, Bewegung, Transition Towns und so weiter und so fort. Ihr kennt sie alle. Also die Welt ist voll von solchen Initiativen. Und deshalb sagen wir, das Ganze ist ja schon im Gange. Das Ganze ist schon in Bewegung. Die Menschen, die solche Initiativen anstoßen, die sind auch hier im Raum. Sie repräsentieren natürlich nur einen kleinen Teil der Gesellschaft. Und wir haben das hinterfragt. Warum sind nicht mehr Menschen bei diesem Übergang involviert? Wieso machen nicht mehr Menschen mit bei solchen Initiativen und bringen sich ein? Und dann haben wir festgestellt, die Angst herrscht einfach vor. In der Wirtschaft, die wirtschaftliche Angst seit 2008, besonders mit der Krise, leben wir mit der Lüge und mit der Falle der Schuldenkrise, die Angst davor, unseren Arbeitsplatz zu verlieren, unsere Wohnung nicht mehr bezahlen zu können, kein Auto mehr zu haben. Wir leben ja, das wissen wir, dass wir in individualisierten Gesellschaften leben, mit ihren eigenen Dynamiken, wo Wachstum das einzige Ziel ist. Wie können wir also Autonomie und Hoffnung uns wieder aneignen in der Gesellschaft, um uns von diesem Druck und von dieser Angst, von dieser Atmosphäre der Angst, von dieser Kultur der Angst zu befreien. Und dazu gehört auch, dass ein Grundeinkommen genug ist, genug dafür, uns ein gutes Leben zu ermöglichen, um nicht mehr zu Arbeit gezwungen zu werden. Und ich finde, dieser Vorschlag, oder es gibt verschiedene Vorschläge, die die Repolitisierung in der Gesellschaft, dieser Debatte wieder vorantreiben. Beispielsweise lokale Währungen beispielsweise. Ein weiterer Punkt, den wir besprochen haben im Zusammenhang mit diesem Degrowth-Projekt, mit den verschiedenen Vorschlägen, haben wir gesehen, dass die größten Ungleichheiten, Oxfam hat neulich eine Studie veröffentlicht, 1% der Weltbevölkerung besitzt 50% der Güter in der Welt.
Und die Einkommensunterschiede betragen 1 zu 4.000 zwischen den niedrigsten und höchsten Einkommen in Frankreich. Und diese Ungleichheiten können wir ausmachen, natürlich aufgrund von Umweltungerechtigkeit und sozialer Ungerechtigkeit. Wir sind ständig dieser Propaganda ausgesetzt und sehen und kriegen Vorbilder vorgesetzt, denen wir irgendwie nacheifern sollen. Und es wird uns suggeriert, dass wir beispielsweise durch ständige Selbstverbesserung und besser sein als die anderen und immer mehr können und haben, dass uns das glücklich machen würde. Das verstärkt natürlich die Konkurrenz unter den Menschen und den Hass unter den Menschen. Und das verhindert auch direkte Demokratie. Außerdem geht es darum, Einkommensobergrenzen festzulegen. Wir haben darüber gesprochen, verschiedene Steuern einzuführen für Dinge, die einfach nicht hilfreich sind, die unsere Frustration nur noch erhöhen und uns immer nur dazu treiben, noch mehr Dinge anzuhäufen, die wir gar nicht brauchen. Deshalb haben wir die Rolle von Werbung hinterfragt. Warum wird so viel Geld in den militärisch-industriellen Komplex gesteckt? Warum wird so viel Dinge in Güterproduktion gesteckt, Güter, die wir überhaupt nicht brauchen? Und eine andere Sache, die wir auch noch besprochen haben, war die Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Wirtschaft zur Religion geworden ist. Das Bild, das Menschenbild ist dominiert vom Homo economicus. Wie können wir das ersetzen? Wie können wir uns befreien von all dem, was wir sehen, dieser Falle der öffentlichen Schulden? Die Wirtschaft und öffentliche Schulden, das ist jenseits von Wirtschaft eigentlich existiert das. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, um uns mit dieser Frage der Schulden zu beschäftigen, einen Schuldenaudit festzustellen. Wir haben uns gefragt, wie können wir dieses Geld besser verwenden, als es für Schulden, für die Rückzahlung von Schulden ausgehen. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wird Wert eigentlich geschaffen, wie entsteht Geld eigentlich. Und wir haben uns damit beschäftigt oder wir haben gesehen, dass es nötig ist, uns das Wissen über all diese auch finanziellen Werkzeuge anzueignen, um uns die Selbstkontrolle wieder anzueignen, um letztendlich alternative Gesellschaften und Konvivialität aufzubauen. All das haben wir dann zusammengestellt mit den basisdemokratischen Vorschlägen, die freiwillige Einfachheit, lokale Alternativen und andere, all diese Ideen und Reformen und eben die Idee der bedingungslosen Grundsicherung. Das wird ein Grundeinkommen sein, ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber eben auch eine demonetarisierte Form des Einkommens, die nicht in Form einer Währung gegeben wird, sondern die auch Zugang zu Rechten gibt, beispielsweise das Recht auf Zugang zu bestimmten Dienstleistungen oder Produkten, also Gütern. Eine Lokalwährung wird dort auch eine Rolle spielen und auch die konventionelle Währung. Ein Grundeinkommen ist ein wirtschaftliches Werkzeug, das dabei helfen kann, die Umwandlung der Gesellschaft voranzutreiben, die bereits im Gange ist. Vielen Dank.